So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Ich grüße euch recht herzlich auf dem Kanal und hier heute unser Test zu MX vs. ATV Legends. Und ich habe mich mal für einen Einstieg mitten im Gameplay entschieden. Hier seht ihr gerade eine Strecke, die ich mit Quads in einem Karrieremodus fahre, aber der Reihe nach. Bevor ich dazu komme, was mir im Spiel gefällt, was mir weniger gut gefällt und ich natürlich dann auch eine Kaufentscheidung und Wertung des Ganzen abgeben möchte, nochmal ganz kurz Dankeschön an meine Partner von GameNews.de, die mir dieses Spiel wieder einmal kostenlos zur Verfügung gestellt haben. MX vs. ATV Legends, das ist quasi ein Funracer im Bereich Motorsport, das heißt, ihr könnt hier in diesem Fall insgesamt drei unterschiedliche Klassen an Fahrzeugen oder Vehikeln generell fahren. Das sind einmal die Quads, die ihr hier seht, das sind einmal Motorräder und am Ende des Tages auch noch Geländefahrzeuge. Im Nicht-Karrieremodus, also wenn ihr schnelles Spiel machen wollt, also im Prinzip mal offline ein paar Runden kurz drehen wollt und ihr alles freigeschaltet habt oder auch nicht, das hängt damit gar nicht zusammen, könnt ihr sowohl die Klassen untereinander mischen, das sind sehr spaßige Rennen, als auch nur mit einer der Klassen oder mit speziellen Klassen, zum Beispiel von Motorrädern, unterwegs sein. Finde ich schon mal sehr gut. Wir schauen uns jetzt einfach mal hier die Grafik an und ich denke mal, da werdet ihr mir beipflichten. Auf der PlayStation 5 sieht das Spiel wirklich schick aus. Ich denke, das darf man an der Stelle schon mal definitiv so sagen. Und gefällt mir auch sehr, sehr gut, auch die Effekte hier, dass ein bisschen Schlamm aufgewirbelt wird zum Beispiel, dass auch die Strecken unterschiedliche Strukturen haben aufgrund unterschiedlicher Untergründe und sich das auch fühlbar anders fährt. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich an der Stelle sagen. Das Teilnehmerfeld, egal ob ihr die Fahrzeuge untereinander mischt oder nur mit Quads fahrt, nur mit Geländefahrzeugen oder nur mit den Motorrädern, ist auch insgesamt sehr gut gelungen. Da kommt es eigentlich vergleichsweise selten im Vergleich zu anderen Vertretern des Genres zu Kollisionen, wo ihr einfach sagt, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Der Respawn ist bei dem Spiel auch insgesamt gut gelöst. Ihr könnt zum Beispiel auch mit eurem Fahrer einige Sekunden von der Strecke mal runterfahren, müsst dann halt natürlich auf absehbare Zeit auch irgendwie wieder raufkommen, aber das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ab und an gibt es ein paar seltsame Stürze, auch von der KI, die schon dann mal auch beim Tor hier, gerade bei anderen Strecken, wo du da ins Tor fast reinspringst und wenn sie dann einen der beiden Pfosten links oder rechts erwischen, sieht es dann schon ein bisschen lustig aus, wie sie teilweise dann von ihren Vehikeln runterfallen. Was mir definitiv gefällt in dem Spiel, ist der Karrieremodus, auch wenn er nichts Besonderes ist. Ihr fahrt halt eure Rennen und schaltet nach und nach im Prinzip Motorcoins frei, auch mit denen ihr dann weitere Fahrzeuge und Ausrüstung kaufen könnt. Eigentlich so, wie man das im Prinzip kennt. Der Karrieremodus nichts Besonderes, aber er ist an sich okay und motiviert auf jeden Fall, das Spiel zu spielen. Schnelles Spiel, Zeitfahren oder Online-Modus mit bis zu 16 Spielern runden eigentlich das virtuelle Funracer-Vergnügen ab. Das gefällt mir alles sehr gut. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, Trainings zu machen und natürlich in Tutorials auch die unterschiedlichen Fahrzeugklassen, sag ich mal, kennenzulernen. Auch das ist hier insgesamt gut gemacht und die Fahrzeugklassen unterscheiden sich auch spürbar voneinander, kann man an der Stelle schon auf jeden Fall auch mal sagen. Die Kamera vermittelt einen guten Eindruck. Ich versuche jetzt mal an einer geeigneten Stelle vielleicht auch mal die Kamera zu ändern, wie ihr jetzt hier seht. Das ist zum Beispiel auch eine Kamera, die, wie ich finde, sehr, sehr gut gelungen ist. Die sieht nicht nur geil aus, sondern sie lässt sich tatsächlich auch eigentlich ganz gut handeln und vermittelt einen sehr, sehr guten 3D-Eindruck und 3D-Feeling von den Rennen selber. Steuerung geht auch gut von der Hand. Ihr habt insgesamt 5 Schwierigkeitsgrade. Da sollte eigentlich vom Gelegenheitsspieler bis zu jemandem, der hier extrem gefordert werden möchte, eigentlich alles dabei sein. Nach meinem Antesten habe ich jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass die Schwierigkeitsgrade irgendwie unfair sind. Ich finde sie eigentlich ganz gut ausbalanciert und das ist auch ein großer Pluspunkt von dem Spiel. Natürlich, Langzeitmotivation ist immer so eine Sache, gerade in so einem Spiel, was ja im Prinzip
Karrieremodi bietet, die ja doch insgesamt begrenzt sind auf eine gewisse Anzahl an Rennen und freischaltbaren Dingen. Die Langzeitmotivation ist auf jeden Fall okay, aber es ist sicherlich eher ein Titel, den man immer mal wieder rausholt, anstatt ihn permanent zu spielen. Splitscreen-Modus, also Splitscreen-Modus für bis zu zwei Leute, lokal ist übrigens auch vorhanden. Das ist noch echt oldschool und auch eine coole, coole Sache. Ihr seht es jetzt auch hier, das Teilnehmerfeld sieht wirklich sehr, sehr gut aus und macht wirklich einen guten Eindruck. Diese Dings finde ich auch ganz gut, diese Kamera hier, das sieht aus, als wenn ich ein bisschen mit einem Hubschrauber drüber fliege. Und bin am Ende nur 14. geworden, aber spielen und natürlich ein bisschen das Testvideo kommentieren ist zusammen auch nicht immer so einfach. Seht mir das hier an der Stelle nach. Stimmungsvolle Sequenzen gibt es hier im Übrigen auch, auch wenn sie sich nicht sonderlich abwechseln, aber sie sind immerhin im Spiel auch ein kleines Plus, atmosphärisch. Ansonsten habt ihr Zuschauer, die immer mal jubeln. Das Publikum geht schon auch im Rennen ein Stück weit mit. Könnte natürlich mehr sein. Was mir jetzt als Laien im Motorsport so ein bisschen aufgefallen ist, ist auch die Tatsache, dass der Motorsound auch gerade dieser unterschiedlichen Klassen ein bisschen spezifischer hätte zum Ausdruck kommen können. Ich fand die ganzen Dinge ein bisschen lasch vom Motorsound her. Ansonsten könnt ihr euch das hier nochmal angucken. Wie gesagt, ihr habt jetzt hier drei unterschiedliche Karrieremöglichkeiten. Hier habt ihr das schnelle Spiel, das nochmal in unterschiedliche Sachen gegliedert ist. Und ich will euch das mal ganz kurz zeigen. Hier habt ihr die Schwierigkeitsgrade. Ist ja für den einen oder anderen von euch auch wichtig. Hier könnt ihr mischen, wer alles auf der Strecke dabei sein darf. Ne? Ihr seht es jetzt hier. Ihr habt nur diverse MX-Klassen. Hier habt ihr MX offen für alle Motorräder im Prinzip. Hier habt ihr ATV, habt ihr hier MX versus ATV und UTV-Klassen. Und das ist eigentlich auch ein schöner Filter, wie ich finde, eine gute Idee. Und hier könnt ihr dann im Prinzip auch das Ganze starten. Hier habt ihr dann letzten Endes noch Zeitrennen, hier habt ihr noch Online-Rennen. Hier habt ihr die Werkstatt, wo ihr euch Fahrzeuge kaufen könnt. Hier könnt ihr eure Person selber, die Ausrüstung tunen, Helm, Schuhe, Anzug und so weiter und so fort. Am Ende des Tages habt ihr hier noch ein paar Einstellungen. Ja, Langzeitmotivation, eher ein Spiel für Gelegenheitsgamer meiner Meinung nach. Das holt man immer mal wieder ganz gerne raus. Wenn man es spielt, geht es gut von der Hand und macht Spaß. Möchte an der Stelle daher auch sagen, ein gutklassiges Spiel, gebe dem Spiel eine gutklassige 7 von 10. Die Langzeitmotivation, denke ich mal, auf sich das Hauptproblem. Aber wer immer mal wieder einen Funracer spielen will, denke ich mal, sollte hier vorbeischauen, denn auch die PlayStation 5 Version und die anderen Konsolenversionen sind in ihrer Standardversion mit 40 Euro entsprechend auch günstig in der Anschaffung, muss man an der Stelle hier auch mal sagen. Ich hoffe, euch hat der Test gefallen. Schreibt mal, wie ihr das ganze Spiel findet. Schreibt mal, ob ihr den Test schlüssig fandet. Wie ist eure Meinung? Ansonsten sage ich an der Stelle wieder mal Dankeschön fürs Reinschalten. Wer Sports Gaming liebt, sollte den Kanal abonnieren und gerne auch auf unserem Discord mit uns in der Community über diverse Sportspiele diskutieren und spezifische Themen dort gerne auch mitbeackern. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Der Link ist unter dem Video. Ansonsten sind die anderen Social Media Links auch unter dem Video und dann sage ich an dieser Stelle Dankeschön fürs Reinschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus, euer Jens von Minga Gaming. Macht's gut, Leute.